Mit Hippo. Hallo. Mit Xa. Hi. Hallo. Und hi. Kia. Hi. Hi. Ja, wir sind auf unseren Ravages und haben noch ein bisschen Unterstützung mitgenommen. Matze hingegen ist unten beim Dödi, er konnte es einfach nicht lassen. Genau, ich habe ein Antragsformular ausgefüllt, das wurde in den Unterschriften Umlauf gegeben und am Ende darf ich. Tu's jetzt einfach. Es war gerade eine Online-Petition gestartet hier im Livestream, ja? Ja. Und die Blauen sollten aufsammeln. Da ist er, mein Dödi. Und von den Blauen haben wir aber auch schon gut. Ja, aber die sind noch ein bisschen rarer wenigstens, ne? Also, je nachdem, wie lange das dauert, stoße ich natürlich zu euch zu. Was macht ihr? Wir werden jetzt uns auf unsere Hündchen schwingen und frohen Mutes losstürmen in Richtung Anfängergebiet, weil wir gedacht haben, komm, wir sind so low, wir gehen wieder zurück. Nee, wir wollen Weihnachtsbalbdogs zähmen und hoffen, dass wir jetzt keinem Basilisken begegnen. Ansonsten haben wir einige Hunde dabei. Und mal gucken. Ja, Weihnachtsbalbdogs sind auf jeden Fall wichtig, weil ich will unbedingt die Babys sehen. Also nicht nur ich. Ich denke, wir alle. Ja, auf jeden Fall. Überhaupt Balbdog-Babys und dann noch in Rot-Grün. Also ganz ehrlich. Was ist das für die Gäste? Ja. Die ist bei mir schon offen. Also falls ihr die noch nicht habt, einfach drüber. Das ist so eine Erfahrungskiste. Eine Erfahrungskiste. Wenn ihr, habt ihr jetzt die genommen, die Erfahrungskiste? Ja, aber ich denke, wir werden uns eher jetzt einmal von links nach rechts durchpflügen, oder? Dann machen wir das, ne? Genau, dann bleibt mir jetzt ein bisschen zusammen. An Tamplette sehe ich da noch, wo ist Sünde? Bei der Kiste. Auch bei der Kiste, genau. Dann kommt ihr einfach her noch und dann gehen wir jetzt zusammen hier kurz durchpflügen, wenn ihr jetzt den Buff habt. Passt nur auf, dass ihr keinen rot-grünen Vibe-Block dabei erwischt. Ja. Ach, dann machen wir jetzt hier die Stegos. Da hinten, Moment, ich renn schon mal weiter, ciao. Da ist schon einer. Jo, ich hab's natürlich geschafft. Ich renn zweimal hintereinander in die tollen Pilze rein. Wer will noch einen? Hier sind zwei. Rot-grüne. Ach nee, Moment, nee, Entschuldigung, das ist ein Lystro, gar nicht. Alarm zurück. Aber ein rot-grüner Lystro ist auch lustig. Hier sind zwei rot-grüne Lystros. Was brauchen die denn? Was muss man denen geben? Was war denn das? Die wollten doch, glaube ich, Blümchen, oder? Blümchen? Ja. Deswegen hat ja auch das eine Blümchen geheißen bei uns im. Ich glaube, die nehmen aber auch, glaube ich, aber auch Bärchen. Ja, aber das ist halt nicht so effizient. Mayo Berries. Hier ist einer. Ah, ne, doch nicht. Der hat nur ein Mützchen auf. Ja, Mützchen ist auch lustig. Aber wenn du den frisst, kriegst du den Mützenskin. Ah, ja, stimmt. Du kannst ihn aber das auch zähmen, dann hast du den Mützenskin auch. Ja, aber so viele Bipedogs brauchen wir auch nicht. Ja. Was denn? Ach, hier ist alles voll mit diesen dummen LSD-Pilzen und ich dapp jedes Mal wieder rein. Basilisk. Nein, das hättest du ja wohl gelesen. Was, wo? Beim Bipedog hinten. Hilfe. Weg. Nein, ich setz direkt dran. Hilfe. Ach du Scheiße, der ist Level 92. Dann Sinde, zur Rampe hoch. Zu uns, links, scharf links, Sinde. Ja, frisst. Warte. Okay, nimm den Hund. Hab ich. Und der komm ist zu uns. Follow. Okay, er sitzt am Bulldog, der ist abgelenkt. Ich bin ohnmächtig. Oh, Scheiße. Okay, der ist am Bulldog. Hast du das? Wollen wir den jetzt töten oder nicht? Der ist 92, ist schon hart. Weg, Dachs. Sinde, du musst das irgendwie aussitzen, bewusstlos. Ich hoffe, das geht. Ja, also noch spielt er da mit irgendwelchen Viechern, also. Er ist nicht an meinem Hund. 92er ist hart. Also ich hab's mit meinem 80er Basilisken gesehen. Alles gut. Sonst müssen wir das Risiko eingehen. Ich renne, ich weiß nicht wohin. Dieser Kack-Basilisk da. Weil er ist gerade auf die andere Richtung, weg von dir, also weg von dir sind wir. Okay. Der kommt aber weit. Was hat denn der von der Aggro? Der kommt wieder. Warte, wo seid der ihr? Der kommt gerade wieder. Kacke. Die Rampe hoch, Xa, Richtung Siegertyp. Siehst du den, Xa? Ich bin vor ihm. Ich bin bei euch. Ah ja, ist das schön. Vor Siegertyp, okay. Ist bei uns, alles klar. Dann könnt. Wo bist du, Sinde? Klar, sehr gut. Wollen wir ihn trotzdem probieren? Also, ich meine, wir könnten die Hunde draufsetzen. Es hat wahrscheinlich keiner eine Zipline bei, oder? Weil sonst hätte ich gesagt, wir könnten uns ja irgendwo da auf viel Abstand nach oben bringen und von oben runterballern, solange er da unten auf irgendwas rumfrühstückt.
Ich habe natürlich keine Zipline dabei, selbstverständlich nicht. Ich habe das auch keine dabei. Wir können aber auch, glaube ich, der wird dann ja unter uns sein. Dann können wir gerade nach unten schießen. Na, du weißt, was der ballert, Xar. Du erinnerst dich an unsere Fahrschulaktion. Ich muss den Vibe-Doc retten. Ja, auch relativ nah dran. Vibe-Doc retten. Wo bist du? Wieso hast du den... Achso, weil du unsicher... Ja. Wo ist der blöde Basilistchen jetzt? Hier, wir zähmen doch eh gleich welche sind. Albi! Oh Gott, jetzt... Ich muss blöd fragen, Majorberries, ne? Ja, Major Berries sind das Beste. Nur weil er nicht angefangen hat zu fressen. Jetzt Matze aber. Ist erfolgreicher als wir, habe ich so das Gefühl. Ja, er liegt. Naja, solange er noch liegt, kann jederzeit noch... Ey, du Blödvieh, ach komm. Was er lässt. Also ich sag mal so, das war eine haarige Aktion, weil ich habe mich wirklich dumm angestellt. Aber das Ergebnis läuft in die Richtung. Level 104, der Kleine. Ja, da kann man jetzt ein bisschen dran rumkauen, aber... Na gut, aber ich denke, ähnlich lang dürfte die auch eine Vaskelisten bunkern. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich würde mich ja schon mal über Namensvorschläge aus dem Chat für einen weiblichen Blumen freuen. Erdbeeren. Das sieht so aus, aber nee. Ich dachte, der Name wäre schon klar mit Alice Lüdi. Ja, er ist geil, aber mal gucken, was noch kommt. Also ich denke, wir können den Basilisk, wenn Sinde wieder da ist, können wir den Basilisk machen. Das bringt ja nichts, wenn du uns noch fünfmal überrascht. Ey, da bist du wieder, Sinde? Ich habe Albi gerettet. Yay! Können wir bitte dafür sorgen, dass ich nicht der Schlechteste bin, was den Todescounter angeht? Doch, wenn dafür ihr schon werden wir Basilisken sorgen. Habt. Wo war denn der jetzt verbuddelt, der Basilisk? Wisst ihr das? Verbuddelt? Weiß ich nicht. Aber er müsste irgendwo jetzt zwischen hinter den beiden Ringen sein. Ne? Also da, wo jetzt gerade der Diplo rumläuft, in dem Ring dahinter links irgendwo müsste der sein. Ich seh ihn nicht wedeln. Da guckt ja immer was raus von ihm. So. Warte, ich renn hier mal kurz hoch. So einiges in grün. Vielleicht ist er wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt. Welche Taste ist standardmäßig Attack My Target? Ahnung. Oh, da muss ich auch nochmal reingucken. Das kann sein, dass das verändert ist. War das Attack nicht, This und Attack My sind zwei unterschiedliche. Sowas? Also ich hab's auch, das ist ganz rechts in der Spalte, relativ weit unten. Ich hab's auf F6 gelegt. Ich habe immer alles auf den Funktionstasten. Christbaum. Tja, also ich sehe jetzt keinen Basilisken mehr. Bin schwierig, aber ich hätte den schon ganz gern entsorgt gehabt. Oh, na gut, so. Aber dann spawnt halt ein neuer. Oh, guck mal, Neon-Schaf. Ja, das habe ich schon gesehen, aber wir haben keinen Kuchen. Ich hätte ihn einfach jetzt ganz gern weg. Der ist direkt hier bei uns. Hose. Moment. Ich schaue jetzt genau drauf zu. Hat. Ach jo. Boah, da ist ein Metallpinökel direkt vor mir. Das war fies, ey. Hä? Ah, oh, gemein. Ich bin zu blind. Diese kleinen Metalldinger, da wedelt was. Das ist so ein schwarzer, dunkler Fleck auf dem Boden. Okay, ja, ich seh's. Und da wedelt so ein Farn raus. Okay, alles klar. Der hat sich getarnt als Blume. Steigt mal von euren Hunden ab, bitte. Pitbull Hoxy, ich hab dich gern gehabt. Sind sie alle hochgeheilt? Ja, ne, die haben... Also meiner ist auf jeden Fall voll. Gib denen nochmal Leben. Einige haben noch Level, gib denen nochmal Leben und heilt sie nochmal hoch. Und dann jagen wir sie drauf. Der hat kein Level. Habt ihr noch? Ja, dann muss aber Leben. Irgendwer noch seinen Bulbdog hinschmeißen, weil ich renne nicht vor. Ich mach das schon. Nee, Moment, Hippo. Hippo, was? Du machst wieso? Das. Wir haben gesagt, du bist der mit dem schlechtesten, mit dem besten Todescounter. Stand, du bist erst dreimal gestorben. Und das aber heißt einfach nur, dass du ein Feigling. Das ist einfach nur, weil du ein Feigling warst. Ja, weil er eine Memme ist. Ja, und jetzt musst du einfach mal den Lockvogel für den Basilisk machen. Du rennst einfach hin und dann wieder zu unseren Hunden. Sobald die draußen sind, fahre ich die Hunde einfach komplett drauf. Also keine Panik. Okay. Das geht voll easy und gut. Also gar kein Problem. Ja. Wo seid denn ihr alle? Müssen wir weiter zurück? Inmitten der Hunden. Nö, hier bleiben wir stehen. Das ist gut. Ja, ich gehe ein bisschen rechts von Hunden, damit ich seitlich reinschießen kann. Soll ich den mal auf Stopp pfeifen? Ich habe den noch auf Follow. Wenn du die Akro. Ja, bitte auf Stopp pfeifen, ja. Wenn du die Akro hast. Ich pfeife sie mal alle auf Follow und pfeife sie ab. Gerade so. Wenn du die Akro hast, Hippo. Ja. Lauf hinter die Hunde. Der greift nur das an, was näher zu ihm ist. Nicht das, was mehr Schaden gemacht hat oder so. Ja? Wohl hinter die Hunde. Ne, also die Hunde vorlassen dann. Okay, dann du darfst. Ich bin soweit bereit. Okay. Da ist er schon. So, und ich habe sie drauf gepfiffen und jetzt können wir ballern. Ich sehe nur grün. Ich sehe auch nur grün.
Aber irgendwas treffe ich. Mitballern, ihr seht, die Hunde machen gut Schaden. Kriegen aber auch ganz gut Schaden. Das läuft. Jo, also, sauber. Ich sag ja, so ein Rudel ist super. Ich pfeife sie zurück. Super. So. Klasse. Ihr seid super, ihr seid die Besten, ihr seid die Besten, Klausi. Ach ja, schau, also meiner ist noch nicht mal angekratzt groß. Also. Ja, meiner hat 600 Schaden, aber passt. Gut, dass ungefähr 200 Pfeile in denen drin stecken. Ja, das schon, aber wir haben ja zum Glück Friendly Fire aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Apollinaris, wo bist du denn? Da ist er. Du warst auch gut, da geht's super. Klausi, du bist die Beste. Und haben wir da irgendeinen Lootbeutel oder hat irgendjemand Loot? Nö, ne? Ein bisschen Primeat ist drin, aber das könnte auch noch vom Dienstfall sein. Ach, wir haben die besten Hunde überhaupt. Ja, das ist noch einer. Basilisk. Der ist. Ich würde gerne Mäuschen spielen. Level 16. Bin abgestiegen. Okay, bin abgestiegen. Bin auch abgestiegen. Ich krieg nicht gepfiffen. So, jetzt hat's geklappt. Ich hab die ganze Zeit nicht pfeifen können, komisch. Bisschen Abstand. Oh, und da war er schon hinüber. Ich glaube, der Basilisk macht noch Probleme. Der Dödi macht noch Probleme. Finde? Ach, der ist noch okay. Warum habe ich. Ach. Frag nicht. Frag einfach nicht. Alles gut. Das ist ganz normal. Wenn Sinn. Du sagst so, da ist er auch tot und auf einmal höre ich nur plöpp. Nee. Ravager sind toll im Rudel. Ja, der Chat feiert sie auch gerade. Und wir kriegen sogar Gratulationen im Chat. Ja, wir sind nach wie vor im Livestream natürlich, an alle, die auf YouTube zuschauen. Und ja, Dankeschön. Ne? Also ich finde, das macht richtig Spaß mit denen. Der Dieb. Guck mal her. Hier ist ein ganz unauffälliger Dieb. Matze, der Xar tötet Dödis. Was? Oh. Was? Nö, würde ich nicht tun. Oh. Xar, bist durch bei mir. Was ist los? Was ist los? Ach du Kacke. Alles gut. Ich habe hier was, das muss ich gerade zähmen. Hoffe nicht den Dieblo. Nein. Hast du einen Bulbi gefunden, Weihnachtsbulbi? Nein. Oh. Was ähnlich gut ist. Nein. Och nö. Ich krieg die Tür nicht zu. Was denn? Oh Mann. Level 8, also Koya, schäm ist mir dich. Egal. Hier, Xar, du hast keinen Vibe-Dog. Würdest du den Dono nehmen? Nein, also Level 1 das ist und du meine Würde. Sowas nehme ich nicht in die Finger. Level 11. Ja, Level 11 ist auch nicht besser, da fehlt eine 0. Hey, komm, nimm bitte. Oder willst du meinen Balbdog? Komm, nimmst halt meinen Balbdog. So, da fehlt eine 0, nimm doch den Hippo. Fitness. Nee, der ist mal wieder rum zu groß. Hat jemand die 0 gewählt? Also ich muss sagen, so zusammengefaltet sieht der mit dem Mützchen echt lustig aus. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Die habe ich auch noch nicht. Hier können wir nochmal, falls ihr euren Buff schon aus habt. Mhm. Oh, dann können wir gleich nochmal frühstücken gehen. Da oben ist noch ein bunter Stego. Vorsicht vor die Pilze. Ja, wem sagst du das? Oh. Verdammte Kacke, hier ist noch ein bunter Dodo. Level 4. Hm. Und noch einer. Was? Noch einer? Ja, der ist rot-grün. Aber auch nur Level 8. Da ist ein roter. Aber der ist. Aber. Xar! Was denn? Jetzt geht doch schon wieder los. Das aber der rote. Roter. Hallo, der rote. Ist schön. Der ist doch schön. Komm, Sinde, willst du den? Wer soll den dann tragen? Der rennt dann wieder ewig hinterher. Ja. Ich lass den hier und wir nehmen den roten dann dafür mit. Nicht mal mein Dodo trifft sie. Das ist wie bei dir mit den was war es, Chaboas? Die sind zu schnell. Ja, mein Chaboas, das war doch geil gestern im Stream, oder? Der hat den Pfeil einmal durch den Kopf, der kam auf der anderen Seite schon wieder raus. Mhm. Oh, da oben ist Balbi mit Witze. Ich brauch mal ein paar Bärchen. Hallo? Bärchen? Hoofbeat guckt nie. Ich hab Bärchen schon reingeworfen. Achso, gut. Sind das wenigstens jetzt Männlein und Weiblein? Wie gesagt, den einen würde ich jetzt hier lassen. Den holen wir dann irgendwann mal ab, wenn wir wieder hier sein sollten. Aus Gründen. Der Xar tötet schon wieder einen Dödi. Nein, da. Der hat
Hab Thorn dran gehabt, denn die wollte ich wegmampfen. Es ist nicht zu entschuldigen. Bin enttäuscht. So. Oh! Ja, Xar ist, was das betrifft, sehr brutal. Oh. Ich brauche Pilze! Ich brauche einen Ring, meine Pilze! Ich will meine Pilze sofort! Ist denn überhaupt rote oder grüne Bulbies? Oder gibt's die nur mit Mütze? Ja, total. Ich bin hart am Überlegen, Sinde. Also, was heißt am Überlegen? Ich habe auch so meine Zweifel. Aber ich fürchte, ich glaube, die müsste es auch in Rot geben. Ich meine, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Und fertig gezähmt? Ja. Wo ist ein Bulbi hin? Letzte, was man von Bulbi gesehen hat, war ein Knödel. Wollt ihr den auch noch wegmachen, Jixa? So, wenn wir schon da sind. Ja, ich hab den Wasserlauf. Die soll sich auch lohnen, ne? So, eben. Bei mir im Chat heißt es, es gibt auch farbige Bulbis. Okay. Wichtige Info. Oh ja, dann kann's losgehen, ne? Suchen. Dann räumen wir da oben auch gleich noch kurz auf. Das ist ein bunter Stego. Ja, den, nee. Nee. Der Dodo ist sehr schnell, warum habe ich ihn nicht einfach in die Hand genommen? Komm mit! Ciao, Marciana, ciao! Cool, kann dir den roten mal. Was macht ihr denn da? Da bin ich. Hey, nimm ihn ab, Sinde, bleib stehen! Ja, wir sind losgezogen, um Bipedogs zu zähmen und haben einen roten Dodo. Das ist doch schön. Aber wir haben zweimal Basilisken gekillt, also ist ja auch schon was wert. Okay, dann killen wir jetzt hier uns ein bisschen durch. Habt ihr alles Pünktchen? Was? Du hast nicht den Rudelführer und machst fast doppelt so viel Schaden? Was? Oh, was? Oh Gott, der Marcianer! Der hat gerade hier mitgemacht beim Sego. Du bist ein Noob. Klatsch, da war er weg. Noob, du bist ein Noob. Oh, und dafür habe ich einen Pfeil drauf. Du tust mir so leid. Oh Mann. Ja, war dann wohl ein kurzes Spiel, ja? Ja. Nee, den roten habe ich ja noch, aber der Marcianer, den grünen, so, den habe ich halt da, der rote jetzt. Den wollte ich hier zurücklassen und dann halt irgendwann anders. Und den roten habe ich noch im Gepäck her. Dem geht's gut. In das roten Dodo. So, ich bin übrigens bei knapp 80%, das heißt, bald Weihnachten. Wir sind 20% fertig. Ja. Ach, guck, so. Da wird auch rumgebritzt im Chat. Zurecht. Gehen wir mal runter. Oh, da ist wieder ein roter. Oh, der sieht schick aus. Der. Und Weihnachtsraptor. Raptor, genau. Danke, warte mal. Ich muss schauen, was es für ein Level ist. Ich hab euch verloren. Also, ich kann nicht gucken. Raptor, ich hab mein Scope. Warte, ich komm zurück. Okay, Raptor ist weg. Xar. Dann Xar. Der war zu low. Hier sind wir. Ach, da bist du. Low. War zu low, alles ist danke, zu low. Danke, ja. So ist noch ein das. Schaf. Hier können wir noch Matten rausholen. Ganz viele Matten. Ich finde, jeder braucht mal einen Matten. Fußmatten. Fußmatten, genau. Boah, 77. Hallo, was kommt denn da raus? Komm mal mit. Lass mich nicht alles allein kauen. 200 Pelz. So. Hier war irgendwas Rotes, Grünes, sonst was gelaufen. Pferdchen, Sinde. Hier ist ein Pferd. Ja, aber kein Rotes. Achso, jetzt nur noch rote Pferde bei dir? Ja, ist doch kein Grünes. Ist ja gar keins. Außerdem braucht man dafür doch Karotten. Gar keins. Ich habe einen grünen Trike im Angebot. Du bist kein Pferd. Du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Hier ist noch ein Pferd. Ja, unglaublich, aber alles hier, aber kein einziger Vibe-Dog in grün, rot oder whatever. Hey. Genau, wir räumen einfach auf und hoffen auf Nachspawns, ne? Yep. Also einen Günni würde ich aber auch nehmen, muss ich dazu noch sagen. Einen bunten Günni würde ich sofort nehmen. Wo ist denn mein treuer Hund? Den habe ich im Schlepptau die ganze Zeit. Ach, den hast du jetzt mittlerweile, okay. Ja, weil du hast ihn da hinten stehen gelassen. Ich habe gedacht, bevor der da so alleine ist. Ich lass doch nicht meinen treuen Hund stehen, das würde mir nie passieren. Ich verfütter auch keine Dodos oder so. Nö. Das bist ja immer nur du, Sinde. Ja. Ja, du hier, Rantamplette. Ich rette immer alle, ne? Wie sind da, ob das mein Bulbi ist?
Große Retterin. Hast dir recht. Ach Mann, Balbi, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich war da. Hinten leuchtet was. Rein leuchtet was? Hör mal, was da leuchtet. Pilze. Ach so, das ist nur ein Dings, Bistro. Aber das sieht lustig aus. Okay. Eine rote Schildkröte. Jeden Kack findest du hier. Ja, noch nicht das, was man sucht. So, mein Juli ist fertig. Udo hat gerade mitgemacht. Ich habe übrigens Weihnachtsmützen für alle. Supi. Sehr schön. Nee, jetzt, wo Weihnachten wirklich. Zu Ende ist? Jetzt, wo Weihnachten zu Ende ist, genau, fange ich an mit der Deko. Eine grüne Schildkröte. Wow. Na, dann schau doch mal zur anderen Seite, vielleicht ob's da ja was kommt. Ach, das ist mir zu schnell, das Pferd. Juhu! Sind die Lystros noch am Leben? Wie ist der, welcher Name ist es jetzt geworden? LS Dödi, aber es ist ein Weibchen, also die LS Dödine. Okay. Dödette. 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 Nein. Dödette! Raptor, lass das Pferd in Ruhe! Bernadette. Das erinnert mich an die Survival Plus Folge. Warum sitzen nicht auf Bernadette? Ja, auch gut. Oder unten läuft was Rotes, da läuft was Rotes, da läuft was Rotes. Ne, da fliegt was Rotes, das ist ein Flieger. Ach kacke, Mann. Das ist ein Glühwürmchen in Rot. Achso. Alles kacke. Hier ist jetzt alle Bulb-Dogs auf. Hier ist noch ein roter Dödi. Mit grünem Schnabel, der Rest ist rot. Dodo meinst du? Dodo. Sonst wird doch Matze ganz nervös. Du darfst doch dich da nicht versprechen. Ja, stimmt. Hier ist ein grasgrüner Raptor. Der hat gar keinen Rot abbekommen. Ja. Das ist nicht hübsch. Im Laden haben sie mir gesagt, das wäre Tarnfarbe. Wo sind die denn nur alle? LS Dörte wäre auch okay. Raptor. Kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wir hätten auch bei uns um die Ecke, da sind ja auch Bulb Dogs oben auf dem... Oh, erst einmal, dass der leer ist hier. Ich hab keinen Sprit mehr. Oh. Du bist nicht schön, Raptor, du wirst sterben jetzt so. Oh, guck mal, man kann aber machen, dass der Raptor rote Färbung bekommt. Ja, die ist aber nicht sehr dauerhaft. Wie schnell spoilt Honig? Oh, es geht. Also 37 Minuten oder sowas. Hier war, Esksa, wollen wir das machen? Nö, da würde ich von woanders holen, was näher bei der Base ist. Bis wir zurück sind, sollte da schon fast weg sein. Ja, wenn es in Dino tust, 2 Stunden und irgendwas. Ach, du hast so lang. Ja, ja. Tja, also, weiß nicht. Hier ist nichts los, nicht mehr viel. Nö, also wir haben auch nicht viel übrig gelassen, aber... Och Mann, das kann doch nicht sein. Oh, ein roter Dodo. Ach Dodo, njam, njam. Ich höre schon Dödi. Ich werde ganz nervös bei dir. Ach Dodo, der hält aber aus. Na komm schon, Dödine, nicht so langsam. Mit dem Ravager ein Dodo hinter sich herziehen ist auch spannend. Hier liegt ein Ei vor mir, und zwar was für eins? Oh oh. Ein Stego-Ei. Oh, da ist ein Level 60 Pony. Naja, 60. Ja, aber sonst der restliche Quatsch, der hier rumläuft. Der restliche Quatsch. Hallo? Was ist denn dein Hund, dass ich hier... Ja. Hab ich gesehen, ja. Ist nichts Quatsch.
Mann, das ist doch wirklich unfair. Hashtag mehr Weihnachtsdödis für Matze. Ganz genau. Beherrscht euch. Ja, jetzt bin ich wieder bei der Weihnachtsschildkröte. Ich bin somit einmal rund. Mhm. Ja, ich glaube, wir sollten mal bei uns hochgucken. Ja, ich würde auch sagen, wir reiten. Gehen wir alle nochmal aufs Klo und dann reiten wir weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Ja, erst in der nächsten Folge. Hier ist der treue Hund, hier ist Hippo. Zar fehlt. Ansonsten sind wir alle komplett. Wir stehen in der Nähe vom grünen Kringelxer. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im Stream geht es natürlich weiter und dann, wir werden den grünen Balbi noch finden. Jetzt haben wir schon mal Basilisken gekillt. War ja auch ganz spannend. Also bis dann. Tschö. Ciao. Tschüss.